Ich habe ein Spiel gefunden. Das wollte ich ausprobieren. Das vielleicht nicht unbedingt alleine, also, weil jetzt halt Internet geht. Ich dachte, das wäre ganz lustig. Passt auch so ein bisschen. Ist ja jetzt Halloween, der 31. Ende. Mal gucken, wie lange das Internet hält, ob wir zum Spielen kommen. Es nennt sich Late Night Mob. Es wurde mir durch den Internetbrowser vorgeschlagen. Und dachte mir, es sieht spannend aus. Wir gucken das mal. Was auch interessant ist, das ist hier, sorry, wenn ich den Namen komplett butchere. Hier, Lixian. Lixian? Achso, ihr seht's ja nicht. Haha, lol, ich habe meinen Bildschirm nicht geteilt. Bildschirm von ihm hier. Von dem guten Lix. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Lixian? Nee, N. Lixian. Lixian. Von ihm, er hat das Spiel gemacht und vielleicht kennt der ein oder andere den kleinen Kerl hier. Er ist der Editor, Cutter von, ja beides eigentlich, von Markiplier. Ich fand es ganz interessant, das war jetzt mal so zufällig, als ich es gesehen habe. Ich dachte so, lol, den kennst du irgendwo her? Da ist das Spiel, an für sich ist es kostenlos, man kann aber einen kleinen Betrag da lassen, wer das dann möchte. Dann bin ich mal gespannt, was er zusammengebastelt hat. Ich hoffe, wir sitzen da nicht ganz so doof in der Ecke. Wir werden es sehen, wenn nicht, ändere ich das. So, dann wollen wir mal gucken. Ich habe keinen Ton. Ich habe ein kleines Rauschen. Soll das so sein? Gibt es keine Hintergrundmusik? Es knistert so ein bisschen. Ich lasse das einfach mal so. Wir probieren es einfach mal. Ich habe eine grobe Ahnung, worum es geht. Wir müssen ein Haus sauber machen. Sorry for calling. Would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Kein Problem, wir machen bei dir die Bude sauber. Kann ja nichts dabei schief gehen. Macht aber 15 Euro die Stunde, das weißt du schon. Okay. Nice, nice. Tutorial? Ja. Mob aufnehmen? Man kann. Ah, jetzt. Na, wann kann ich klicken? Oh, schock mich doch nicht! Was ist hier? Pickup Trash. Ja. Nehmen. Werfen. Ah, guck hier. Prima, 1A. Tipp. Yep. Entrance haben wir sauber gemacht. Ah. More Sensitivity ist hier, okay. Dude, was hast du hier veranstaltet? Das ist das. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen um. Wir haben hier ein Bad. Oh, okay, das ist abgeschlossen. Oh, hat er hier die Party gefeiert oder wie? Ist irgendwas ausgelaufen? Ich hoffe mal, da ist nur irgendwas ausgelaufen. Fusi-Teppich. Ich habe auch mal versucht, so eine. Kann ich mich bücken? Kann ich sehen, ob das Material. Das würde mich jetzt selber interessieren, ob das ein Material ist. Oder ob das jemand. Nein, ich nehme an, das ist ein Displacement-Map oder sowas. So ein Fussi-Teppich ist super, aber ist echt doof zu machen. Ist doch schon ganz schön groß. Aber ich fange einfach mal ein Bad an. Das ist doch größer als gedacht. Ich dachte, es wären so zwei, drei Räume nur. Wisch, wisch, wisch. Ah, schreib, schreib. Ah, guck hier, fertig. Der Kollege hat ganz schön viel Klopapier noch. Kann ich. Was ist dahinter versteckt? Hat sich hier jemand versteckt? Nee, anscheinend nicht. Oder vielleicht doch, ich komme nur nicht dahinter. Da brauchen wir einen Schlüssel. Den haben wir noch nicht. Kann ich mehrere Sachen nehmen? Nö. Ich muss ja den Mob festhalten. Ich kann auch nicht wischen, wenn ich irgendwas in der Hand habe, weil er muss sich unbedingt an beiden festhalten. Da klopft.
Soll das klopfen? Kann mir da irgendwas hinterherrennen? Ich meine, es ist ein Horrorspiel. Ich weiß auch nicht, woher es kam. Ich bin bei sowas echt furchtbar. Moment, fällt mir noch was auf den Kopf. Da war eben noch mal ein Klopfen. War nicht die Dose. Ich hoffe, oder? Ah, okay, der ist fertig. Ah, guck mal, Kitchen, Hallway, Office, Master Bedroom, Master Bed. Ach, das reicht, zwei Schlafzimmer. Stand der schon da? Wie ist der Apfel so shiny? Ich höre Geräusche, das gefällt mir nicht. Ich schieße aber nur den Fernseher an. Oh ja, zacki zacki. Hier hoffe ich, hab mich schnell ich hier aufräumen. War das letzte? Ja, Küche ist auch drin, oder? Ja. Es frustriert mich, dass es kein Geräusch ist, sondern ab und zu mal so ein Klopfen, Knacken oder was. Wie es bestimmt wäre, da geschieht irgendwie Musik laufen. Wahrscheinlich Kopfhörer drin, wenn nichts mitkriegen. Ich hasse es, wenn es so still ist. Die Stille ist mir zu laut. Das mag ich nicht. Ist hier ein Mülleimer? Ich soll es alle in die Büsche bringen. Hinten klopft einer, aber nochmal. Ich tue das mal weg. Das Telefon. Achso, das war eine Reflexion in der Gardine. Aber wie gewitzt der Boy sein muss, der hat so viele Gardinen. Oh, das wird irgendwie nicht mehr langweilig mit dem. Bisschen, yay. Ein Herz geklopft. Backroom-Tee. Boah! Wer bist du denn? Kann ich die Flasche werfen? Nee, kann ich nicht. Jetzt muss ich da hin. Hallo? Und tschüss. Hat sich weggejietet. Dann räume ich das erstmal auf und dann gehe ich in das andere Zimmer. Ihr kommt aber auch nicht zurück, oder? Ich wüsste, ob das einfach nur Triggerboxen sind oder nicht. Okay, dann haben wir das aufgeräumt. Rennt der hier rum oder sind das Events, die abspielen? Gute Frage, nächste Frage. Das müsste dann der Schlüssel sein. Yay. Boah, Dude, was ist denn hier? Aber immerhin ist die Beleuchtung echt nice. Es ist zwar dunkel, aber ich kann alles sehen. Sehr atmosphärisch. Sehr schön. Schön, schön. Auf zu klopfen. Ist keiner da. Simon ist nicht zu Hause. Okay, das ist. Ah, hier. Es nebelt. Was war das? War das eine Ratte? Ich hab's nicht gesehen. Hier war irgendwas. Ich habe gesehen, dass da was war und es weggegangen ist. Oder weggesprungen, weggerannt. Nicht gesehen, was es war. War es nur ein Arm? War es der Dude? Der fliegende Kopf? Wenn so wie er um die Ecke geguckt hat, könnte es auch sein, dass da kein Körper unter ihm ist. Es sei denn, nur so ein fliegender Kopf ist. Mit Armen oder so. Oder er ist sehr, sehr biegsam. Der ist größer als gedacht. Das war ziemlich groß, was da stand. Ich will nicht, dass es mich verfolgt. Hi. Ich finde den Teppich super. Ist doch der gleiche? Weiß ich nicht, könnte schon sein. Ist der Mülleimer? Springt mich wieder irgendwas an. Wieso hat er hier keinen Mülleimer? Jetzt muss ich in die Küche rennen, um den Müll wegzubringen. Ah, nee, da, okay. Ich habe nichts gesagt. Da ist der Mülleimer. Na, wie geht's dir, Liz? Bin gerade etwas gestresst, weil mich irgendwas angesprungen hat.
Putz, 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 putz. Das ist ja ein schönes Bett. Sieht gemütlich aus. Kissen sind halt sowas Fieses zu machen. Die sehen immer so platt aus. An für sich sieht das doch echt gemütlich aus. Das war der Ventilator. Okay, es war nur ein Schatten. Alles ist okay. Alles ist gut. Nicht so schlimm. Aber ich glaube so langsam, dieses Klopfen ist einfach nur random. Ab und zu mal. Hat nichts zu heißen. Mal, ganz schön verschüttet hier. Da ist die ganze Flasche ausgelaufen. Ja, bei den ganzen Dosen, die hier rumliegen, hat er sich's echt gut gehen lassen hier. Party gefeiert. Und ich darf den Scheiß jetzt wegräumen. Dann nur noch ein Zimmer. Dude, was hast du in deinem Bad gemacht? Ey, das wird aber nicht weggewischt, so leicht. Das macht mich nervös, das Geklopfe. Wisch, 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 wisch. Geh heim, ja. Will er hier das Klo mitnehmen? Das ist kein Müll. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt rausgehe, jagt mich doch irgendwas. Da war ein Arm unterm Bett. Ich würde schon irgendwo gerne gucken, aber ich kann mich nicht bücken. Aber irgendwo auch nicht. Bleib ja unterm Bett. Ich hoffe, du bleibst unterm Bett. Wenn ich mich umdrehe, springt er mich an oder steht hinter mir? Steht gleich hinter mir oder vor mir. Irgendwo steht er. Bleib ja da hinten. Hier scheint nichts anders zu sein. Wie schön die Wohnung bewundern. Ist eine Tür. Ist eine Tür. Da ist er lang gegangen. Da ist noch eine Tür. Da war ich nicht drinne. Ist blockiert. Bleibt die blockiert oder geht die gleich auf? Das sieht schon so nach Falle aus. Ich weiß ja nicht. Können wir einfach gehen? Ich weiß, es soll mehrere Enden in dem Spiel geben. Kann ich einfach gehen? Okay, das wäre ein Ende, wenn wir einfach gehen. Hey, thank you so much for cleaning the house. I really appreciate it. No problem, Although dude. you did break a very special and very expensive antique and left all the pieces for me to clean, so I'll be deducting that from your payment. So yeah, thanks for that. Nee, super, danke. Danke dafür. Wir haben was sehr Wichtiges, Teures kaputt gemacht. Ich habe nichts kaputt gemacht, ich schwöre. War ich nicht. War hier Kollege in Weiß. Der sah echt müde aus. Der hatte echt blutunterlaufene Augen. Okay, wir machen es nochmal. Und gucken, was kaputt gegangen ist. Weil ich, wie gesagt, ich weiß, dass es mindestens zwei Enden gibt. Sorry for Mal calling you gucken. so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Ich mag seine Stimme Okay, thank total. you. Keine Ahnung. Er hat eine schöne Stimme. Ich komplett random, aber egal. So, okay. Zack, wir nehmen den Mops mit. Wir machen sauber. Erschrecken uns nochmal vor dem gleichen Blitz. Okay, da ging es noch nicht. Doch, hier war es Bad. Da ging es rein. Da kann man das. Und jetzt machen wir schnell Durchlauf. Wir wissen ja, was passiert. Ich werde mich wahrscheinlich trotzdem erschrecken. Um ein bisschen die Nervosität zu machen, weil das Spiel so still ist. Ich finde, das Furchtbarste an dem Spiel ist, dass es so still ist.
Keine Hintergrundmusik, kein Ambient-Noise, irgendwas, sondern ab und zu klopft mal einer. Ich hasse es, wenn es so still ist. Ich mag das nicht. Ich mag keine Stille. Ich kann Stille absolut nicht leiden. Sollen wir den Schlüssel nehmen? Wird er getriggert, wenn wir den Schlüssel. Ja. Ah. Okay, ich gehe nicht rein. Okay. Er wird getriggert, wenn wir den Schlüssel nehmen. Es leitet halt einfach weg. Weg ist er. Tschüss. Ist er schnell gerannt. Oh, jetzt habe ich ihn gesehen. Oh, okay. Das war, was da war. Oder war er eine Hackfresse? Aber wo ist er hin? Der wird durch den Boden durch. Der ist genau Glitch. Er ist in den Backrooms drin. Das ist so furchtbar, weil ich weiß, dass da hinten irgendwas war. Aber hier passiert da nichts. Das macht nochmal gleich Krach. Es hört sich an wie eine Scheibe, die kaputt geht. Oh, damit habe ich gerechnet. Ich dachte, was passiert, erst hinten war, so nicht direkt im Flur. Sind wir jetzt tot? Very dead. Okay, wir sind sehr tot. It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon. So Kann man mal forget about it. vergessen. Anyways, hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. Ich hoffe, du bist nur lebendig. Mich hat gerade so ein Viech angesprochen. Ich wahrscheinlich eher weniger. Weil ich konnte das Telefonat noch annehmen. Vielleicht bin ich ja nur sehr schwer verletzt. Hoffen wir das mal. Verstand sehr tot. Wir sind sehr tot. Nope. Ach, guck mal hier. Gibt's noch? Nope. Weg. Ah, können wir einfach direkt gehen. Aber wir probieren das mal. Drei Enden, nope. Also wir gehen dann einfach direkt wieder heim. Kann ich das überspringen? Sorry for Egal, ich lasse ihn calling nochmal you so reden. late, but would you mind going by the house and do a quick clean-up? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Das Thank you ist so gut am Ende. Wenn er weiß, was hier passiert. Ich habe hier übrigens einen Dämon beschworen. Machst du erstmal die Scheiße für mich sauber? Okay. Ich kann nicht einfach so gehen. Vielleicht muss ich Tutorial machen und dann gehen. Ja, diesmal habe ich gewusst, dass ein Blitz kommt. Okay, an welcher Stelle können wir gehen? Wir probieren es einfach mal aus, wenn verschiedene Sachen passieren. Also, jetzt kann ich noch nicht gehen. Vielleicht können wir gehen, wenn wir das blutige Bad sehen. Hier geht es auch nicht. Okay, wir machen einfach mal Raum für Raum sauber und versuchen dann ab und zu gehen. Ich hätte fast Mopping machen sollen oder so. Kann ich jetzt gehen, wenn ich die Küche sauber gemacht habe? Das Bad. Nein, lässt mich nicht gehen. Du hast blockt. Vielleicht, wenn ich den einen Schlüssel habe. Warte mal, ich hole mal den Schlüssel. Und gucke, ob ich die Tür aufkriege. Ja, du wirst vom Schlüssel getriggert. Office Key steht aber. Ja, geht ja jetzt weg. Tschüss. Kann ich jetzt einfach gehen? Ich hab den. Ist blockiert. Oh, Digga! Ja, okay, wir können jetzt einfach gehen. To know I could count on you to get the job done. Oh, wait, you didn't! You made me look like a fool. Thanks a lot. Wer hat But hier den Dämon also, beschworen? Ich you're oder du? fired. Ja, danke. Ich will auch nie wieder mit dir was zu tun haben. Wer hat hier den Dämon beschworen? Ich oder du? Ich mach deine Scheiße nicht sauber. Mach selber.
Wahrscheinlich eine Freundin gefressen oder so. So wie das aussah. Das war keine Party. Ich dachte, es wäre Party. Aber das ist vielleicht doch keine Party gewesen. Naja, war der ein oder andere Kopf verloren. Gut. Wir haben Alex Henning. Fast noch wegen. Was ist das Trashcan-Galore? Keine Ahnung. Wahrscheinlich aber den Müll schneller wegbringen. Weg. Okay, gut. Ja, das war gut. Cooles kleines Spiel. Immer wieder. Boah.